Hey ihr Bananenbieger, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Ja, ich bin wieder hier. Ich habe jetzt nochmal alles geklärt, nachdem ich nochmal zurückgegangen bin. Und ich habe festgestellt, man bekommt ja so gut wie überhaupt keinen Schrott. Ich hatte 500, jetzt habe ich 890, nachdem ich das ganze Gebiet hier sauber gemacht habe, wieder mal. So, ich werde jetzt erstmal hier in den Süden gehen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, also... Es ist ein bisschen mager hier. Ich sag mal, in Rom, da war es viel besser. In den Sümpfen war es viel besser. Was so das Monetäre angeht, dass ich da ein bisschen Schrott zusammenkriege, meine ich natürlich. Aber hier gefällt mir natürlich die Landschaft am allerbesten. Das ist einfach nur cool. Und Wald. Schön. Na gut. Wie gesagt, wir schauen mal, was wir jetzt hier im Süden finden. Oh. Ich nehme das zurück. Ich habe doch nicht alles geklärt. Nicht komplett. Na, es ist auch ein bisschen unübersichtlich manchmal hier von der Karte. Aber nicht schlimm. Die sind ja alle sehr zugänglich hier, die Feinde. Also anders als noch im Sumpfgebiet mit den Pflanzen, die sich dann doppelt und dreifach wieder... Ne, ihr wisst schon. So. Rein da. Ich hoffe, ich kann da jetzt auch überhaupt rein. Aber es sieht nicht so aus, als würde mich das was dran hindern. Nee, da ist direkt eine Wand. Also eine Leuchtewand. Gut, gut, gut. Ja, ich weiß nicht. Die Knarre, ziemlich gut, aber ich mag halt generell, habe ich das schon mal erzählt, diese Burstfeuer-Waffen nicht so gerne, dass man dieses Bratatat, 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 ich mag es halt lieber einfach durchzuballern die ganze Zeit mit einer Waffe. Finde ich persönlich ein bisschen cooler. Aber ja. Den Speer finde ich dafür ganz nett, als Nahkampfwaffe. Auch wenn es ein bisschen, naja, generell Nahkampfwaffen hier, ja. Ne, ihr wisst schon, finde ich immer noch sehr seltsam. Aber hey, wieder Töpfe zum Zuhauen, das mag ich doch. Vergesst die Gruft. Ich wette, hier kommen wieder neue Gegner, so eine neue Art Gegner, meine ich. Oh! Ja. Oh nein, ich hab's mir gedacht. Hey! Der hat das Item geklaut? Du aller Blödmann. Ich meine, es ist ja nicht mein Zeug, aber wenn das hier schon so rumsteht, nehme ich das natürlich gerne mit. Ach, Menno. Komme ich hier wieder hoch an den Start? Oh ja, auch wieder runterspringen, na dann. Dann ist ja nichts verloren. Oh, hört sich traumhaft an, oder? Hm. Seid ihr so die Zombie-Ziegen hier unten? Alles klar. Die Zombie-Satyren. Oh, der Phase... Was? Aua. Was fehlgeschlagen? Halte den Phas... Was? Wie soll ich den denn aufheben? Aufhalten, meinte ich. Da war jetzt viel zu schnell wieder weg. Da kommt bestimmt noch öfter, hä? Huh? Weil sonst... Wie soll ich das denn... So viel Schaden kann keine Waffe verursachen hier. Oh, meine Fähigkeit ist gerade verfügbar. Das geht aber ganz schön schnell. Bastard. Bastard. Ja, lustig. Ja, hab dich gehört, mein Freund. Huch. Ist der geplatzt? Ja.
Oh, oh, oh. Aua. Cool. Was macht das überladen? Och nö. Warte mal, ich hab doch hier irgendwas. Die Kugel. Oh, endlich vorbei. Was auch immer dieses Überladen macht, aber es ist nicht gut. Nicht gut. Oh, eine Kiste. Alles klar. Ich bräuchte mal ein bisschen Munition wieder für die Waffe. Da ist er wieder. Ach komm schon. Ist er wieder unverwundbar, obwohl er noch da war. Abprallgewehr, so so. Das hat er gerade gehört, dass ich gesagt habe, das war's. Das ist sofort auf mich eingestürmt. So, erstmal ganz schnell hier den ganzen Schrott. Oh. Hm, alles klar. Na? So. Okay, wir gucken uns mal das Abprallgewehr an. Nimm. Wo haben wir es denn? Hä? Ach da, Abprallgewehr. Ein präziser Unterhebelrepetierer, der aus mittlerer Reichweite Energiescheiben abfeuert, die an Gegnern und der Umgebung abprallen. Oh. Laut den Paaren sind die besten Feinde diejenigen, die sterben, bevor sie dich sehen. Oha, das Teil hat jetzt schon ganz schön viel Damage. Ich teste mal ganz kurz, auch wenn ich jetzt wieder meinen Buff weg habe da mit dem Wiederbeleben. Bisschen blöd halt, ne? Alles klar. Wo ist denn hier ein Feind? Hallo? Ja, ich höre dich schon daneben. Diese Kristalle hier. Erinnert mich an den dunklen Kristall. Habt ihr gesehen? Die Netflix-Serie. Richtig gut. Richtig gut. Oh. Fein. Adrenalin. Was auch immer das in der Grabkammer verloren hat. Spannung und Adrenalin beim Besuchen von Großeltern am Grab. Ach. Oha. Wenn das Teil nicht so unberechenbar wäre. Zweiten Gegner damit zu treffen ist etwas unmöglich, aber. Aber ja. Schon eine nette Waffe. Ich werde sie trotzdem nicht nehmen weiter. Ich habe wieder das Strahlengewehr, oder? Immer so ein bisschen swappen. Die alten Waffen finde ich ja relativ langweilig mittlerweile. Obwohl das Jagdgewehr immer noch so ein bisschen mein All-Time-Favorite ist, aber da muss ich dann. Ja. Muss ich mal gucken, weil ich das wieder einsetze. Weil man kann ja nicht alles upgraden. Das wäre viel zu schrottintensiv und den habe ich leider nicht. Den habe ich leider nicht. Ich muss ja ein bisschen sparen für diesen Ring, ne? Also der kostet 100.000.
Und er ist es aber, glaube ich, schon wert. Oh Gott, was machst du denn da? Das ist ein ganz normaler Feind, oder? Oh, Lernbuch. Band des Wissens. Aha, da vorne ist wieder ein Checkpoint. Vor dem Levelausgang, da kommt bestimmt ein Boss. Könnte ich mit euch wetten, dass da ein Boss jetzt kommt. Oder es ist fertig, dieser kleine Dungeon ist hier zu Ende, ja. So sieht's aus. Ring der Hast. Ding. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ring der Hast. Erhöht die Verbrauchsgeschwindigkeit um 25%. Oha. Oha. Ja, komm, die Reichweite, dann nehme ich lieber die Verbrauchsgeschwindigkeit plus. Krass. Achtung. Oh ja, das ist richtig schnell jetzt. Plus den Skill noch. Bah. Heftig. Heftig. Wow. Wie fies, dass die halt gleich wieder genau vor mir auftauchen. Mana des Träumers. Hm, das kriege ich bestimmt auch noch von einem Boss. Oder habe ich schon? Ja. Ja, super. Also, mir gefällt es gerade richtig gut, die Welt. Das ist klasse. Fortspuren im Dschungel finden. Yo. Wie läuft's? Dass er halt immer noch lebt, der Alte. Hä? Achso, Material, ich wollte schon sagen. Hä? Verbrauchsgüter, ja, das habe ich ihr verkauft, den göttlichen Nektar und die Verbände, weil ich brauchte echt Kohle. Gegenstände kaufen? Gegenstände ver. Ja, gut, ich war gerade irgendwie ein bisschen. Hä? Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, gab jetzt auch nicht so viel, was ich da unten in der Grabkammer bekommen habe an Zeug, aber ich kann die Waffen wieder ein bisschen upgraden. Oh, ich will nicht mit dir reden. Brauchst du was? Ja. Sicher? So die Sense vielleicht? Den Speer besser? Na gut, der Schaden ist auch nicht so wichtig. Das ist eigentlich schon ziemlich geil, das Abprallgewehr, aber ich finde es halt sehr langsam. Das. Oh, warte mal, die Armbrust? Wie sieht die denn jetzt aus? 218. Boah. Ja, schade eigentlich. Es gibt so viel. Warte mal, nee, das war die gar nicht, die Armbrust. Hä? Warte mal, wann habe ich die Armbrust denn? Habe ich da irgendwas verpasst mit der Armbrust? Okay, das Nachladen ist eigentlich doch recht flott. Armbrust plus 8, 207 Schaden. Hey, du. Ha. Was brauchst du? Heftig. Ha. 190, das Abprall. Das ist halt auch schon ziemlich gut, das Abprallgewehr. Ich bleib trotzdem bei den Schnellfeuerwaffen, glaube ich, mittlerweile. Das braucht man einfach mehr. Der Zerstörer. Ich habe keine Luminitkristalle. Hm. 35. Ja. Ist 15 jetzt eigentlich Maxim? Oh, gehärtetes Eisen, das ist das nächste. Okay. Das ist ja mal super interessant. Und den kann ich leider auch nicht verbessern, weil ich keine Luminitkristalle habe. Dann vielleicht die Rüstung noch ein bisschen. Das wäre vielleicht mal angebrachter. Dass ich da ein bisschen mehr wegtanken kann vom Schaden. Ja, immerhin. Und ich habe schon wieder keinen Schrott mehr. Ah, dieser Schrott jedes Mal. Das Strahlengewehr wieder. Und Eigenschaften. 7 Punkte habe ich wieder. What? Wann habe ich die denn gemacht? Königsmörder. Kritischer Trefferschaden 5%. Na gut, das ist der Schaden. Ich brauche die kritische Trefferchance. Das wäre ganz geil. Wo habe ich das denn? Altmetallbonus wäre vielleicht noch ein paar Pünktchen rein. Inspiration, die Mod, Gegnerwahrnehmung, Elementarwiderstand. Nachladetempo. Ja. Das ist ja leider auf Maximum. Kondition. Ja, die Ausdauer an sich ist egal. Es geht um die Ausdauerregeneration. Nimmersatt. Beschleuniger. Ich weiß leider nicht, was die Auslösungschance. Warte mal. Erhöht die Chance, dass Statuseffekte bei Gegnern ausgelöst werden. Aha.
Ist ja interessant. Achso, Bruder. Der Henker. Habe ich jetzt eben gar nicht gesehen, ich Depp. Sieh weiter. Halt die Schnauzen. Halt die Schnauzen. Schade, dass ich das aus dem Gewehr nicht rausnehmen kann, dass ich es auch hier jetzt habe. Diese Wiederbelebensfähigkeit. Die ist eigentlich schon ziemlich nett. So. Jescha, ich glaube, das war's denn jetzt auch mit den Gebieten, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch eins kommt. Ich wäre nicht traurig drum, wenn es genauso cool ist wie der Waldlevel hier, aber... Ja, irgendwann ist ja auch mal gut. Wahrscheinlich ist dieses gehärtete Eisen dann fürs New Game Plus. Gibt's ja auch, habe ich gehört, aber... Na, da habe ich dann, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Oh. Ah, eh. Mal wegbrutzeln. Oh, ah. Also jeder Strahlengewehr macht echt viel mehr Wumms eigentlich gegen die Typen. Macht einen viel kürzeren Prozess. So, warte, hier unten war ich noch nicht. Ja. Achso, bei der Händlerin, ich habe kurz geschaut, da ist wieder so eine Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Falls ihr euch wundert, warum ich da nicht weitergehe. Komm, alles muss ich jetzt auch nicht wegballern. Ich will ja eigentlich nur ganz schnell da durch. Vielleicht noch so ein Bosschen, diesen Part, ja? Hört mal auf, so rumzurollen. Das macht's mir nur schwerer, euch zu treffen. Seht ihr, die Strahlenkanone staggert doch super. Wie schmeckt dir das? Gut, schmeckt gut. Wer will als nächstes? So. Oh, endlich vorbei. Warum endlich? Als wäre es so schlimm, die ganze Zeit Sachen abzuballern. Wie es sich immer da. Oh, endlich. Endlich. Okay. Ja, also ich glaube, wenn man es halt nochmal im New Game Plus spielt, dann ist halt alles auf Maximum einfach. Und dann war es das ja auch. Habe ich alles auf Maximum gebracht und fertig, aus. Ich hab's doch gewusst, da ist ein Boss. Der Boss-Tür. Oh. Blah! Schreien der Unsterblich. Das wollen wir mal sehen, ob die unsterblich sind. Erstmal ein bisschen Adrenalin, wie immer. Was für die Rebellen? Verbrennt? Du machst ja eh nichts. Hey, ihr Säcke. Hey. Oh, diese Armbrüste, ne? Hey. Hier Schweine backen. Ihr Penner! Du bist tot!
Ja, ich bleib jetzt einfach irgendwo sitzen und schieß die einfach alle ab, die auf mich zurennen, oder wie sieht's aus? Wenn die das wollen, dann mache ich das so. Was machen die eigentlich die ganze Zeit für ein Theater da? Ich meine, ich dachte, die kämpfen gegeneinander, aber die scheinen alle nur gegen mich zu kämpfen. Die warten auf mich und kämpfen da gegen mich. Oh nee, doch, das ist ein netter. Gib doch mal, kleiner Ziegenmann. Aua. Oh, dass das überhaupt keinen Schaden gemacht hat. Ey. Auf einmal wieder alle gegen mich, ne? Oh nee. Stirb jetzt! Boah, kannst du mal jetzt bitte... Danke. Aha. Oh Mann, oh. Dankeschön fürs Sterben. Oh! Das war übel. Das war übel. Cooler Helm. Siehst du überhaupt was? Erklärt euch, wem dient ihr? Das ist doch die Saatmutter. Wer steht denn zur Auswahl? Ha, davon habt ihr keinen Schimmer, nicht wahr? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ein Paxutec, ein Fremdling. Ihr habt meine Sorte schon mal getroffen, wen und wo? Vor langer Zeit. Ein guter Freund. Der Paxutec Ford hat unserer Sache gedient. Nur wegen ihm rede ich mit euch. Aber jetzt ist Ford weg. Sie befragen ihn, um uns zu finden. Ich muss ihn finden. Eine Königin hält ihn in einem Tempelturm gefangen. Der Tempelturm ist leicht zu finden. Ford nicht. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Mit wem spreche ich? Ich bin Navun. Ehemals eine Wache der Kaiserin. Jetzt bin ich die Anführerin der Widerstandsbewegung gegen den Adel. Und warum kämpft ihr gegen die Adligen? In Wahrheit kämpfen wir gegen Unsterbliche. Die Stammeltern des Adels. Die Adeligen selbst wurden hinters Licht geführt. Die Kaiserin gewährt ihnen ein langes Leben, um ihr zu dienen. Und um ihr zu dienen, unterdrücken sie die Pan. Diese Sklaven, die Kolket, sind die wahren Opfer.
Sie werden in dem Glauben großgezogen, dass sie Unsterblichen dienen und dass ihr Platz vorherbestimmt ist. Aber die Unsterblichkeit ist eine Lüge. Der Baum, der den Herrschern einst ewiges Leben schenkte, ist tot. Aber nicht alle wissen das. Wie lange kennt ihr Ford bereits? Für viele Zyklen. Einer entspricht vielleicht etwa einem Jahrhundert in eurer Zeit. Adelige haben seine Männer in einer Höhle eingesperrt. Wir dachten zuerst, dass alle ermordet wurden. Ich habe Ford weit entfernt von der Höhle gefunden. Er war verletzt und dem Tode nahe. Ich habe ihn geheilt und ihm zurück nach Hause geholfen. Ich wünschte, ich könnte ihm jetzt helfen. Aber es steht so viel auf dem Spiel. Sie wollen mich. Ford, versteht das? Ihr wart mit Ford gut befreundet? Ja, er ist viele Male zurückgekehrt und hat uns mit Waffen, Strategien und Wissen aus seiner Welt unterstützt. Er sagte, sein Amerika sei mit Rebellionen vertraut. Das letzte Mal war er vor 20 Zyklen hier. Damals sagte er, dass er hier bleibt und an unserer Seite kämpfen wird. Darüber war ich sehr froh. Aber die Adligen wussten es, überfielen ihn, nahmen ihn mit. Er kam nicht mehr zurück. Wie alt muss Ford eigentlich dann sein? Wenn ihr Ford vor 100 Jahren getroffen habt, wie alt seid ihr dann? Ich war eine Wache der Kaiserin und habe an der Frucht des Lebens teilgehabt. In eurer Zeit bin ich seit Jahrhunderten am Leben. Es ist schon viele Zyklen her, dass ich die Frucht gegessen habe. Aber selbst jetzt altere ich sehr langsam. Hat Ford dann auch von der Frucht? Warum würde ein Unsterblicher die Unsterblichkeit aufgeben? Das ist eine lange Geschichte. Wollt ihr sie wirklich hören? Ja, komm. Seit Ewigkeiten wird der Adel von der Kaiserin gesteuert, da sie die Kontrolle über den Taen, den Baum des Lebens, hat. Die Frucht des Taen macht sie unsterblich. Aber der Baum ist schon lange tot. Ein Geheimnis, das nur dem Hause der Kaiserin bekannt ist. Und dir und der Händlerin? Die Adeligen sind misstrauisch. Aber solange sie noch die Frucht aus dem Lager der Kaiserin erhalten, stellen sie keine Fragen. Ich wusste darüber Bescheid und habe es verachtet, aber ich diente weiterhin. Man tut viel für die Unsterblichkeit. Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, oder? Oder ich weiß nicht, was ich in eurer Situation getan hätte. Wer weiß das schon? Also versteht ihr, die Vorräte schrumpften. Die Adeligen stritten wegen einer Lüge, während die abgelegenen Dörfer litten. Ja, ich habe ihr Leiden gesehen und nichts dagegen getan. Schließlich beschuldigte die Kaiserin das Dorf Socker des Diebstahls, um die Adeligen zu besänftigen. Ich war unter denen, die geschickt wurden, um sie hinzurichten. Die Dorfbewohner waren unschuldig. Familien, Kinder. An dem Tag habe ich mich gegen die Kaiserin gestellt. Seitdem kämpfe ich gegen sie. Ja. Möge Jaesha euch beschützen. Kann ich verstehen. Ich würde auch keine Kinder abschlachten wollen. Notfallbehandlung. So. Hab keinen Platz. Und das ist auch gut so. Da haben wir nämlich doch volle Munition mit der Waffe. Ja, ich kann sie verstehen. Also wie gesagt, Kinder? Nee. Das wäre... Hab keinen Platz. Wäre nicht drin, du. Keine Kinder abschlachten und Unschuldige sowieso nicht. Platz. Hab keinen Platz. Ja. Gucken wir mal ganz kurz, was macht das denn? Die Notfallbehandlung. Erholungseffektivität. Verbessert die Heilungseffektivität. Niemand schert sich um die Kolket, die Unsauberen der Pan. Also müssen sie sich um sich selbst kümmern.
Kommt da hinter dem sich ein Komma eigentlich? Egal. Ich und Rechtschreibung, da sage ich mal lieber nichts zu. Ich schreibe nicht sehr viel, deswegen bin ich da nicht sehr geübt drin. Aber so ein Mindestmaß an Rechtschreibung, naja. Ist ja auch oft mittlerweile so in der deutschen Grammatik, kann man machen, muss man nicht, oder? Ach ja. Hier ist auch nichts. Ja, da es eine Kampfarena war, schätze ich mal nicht, dass hier viele Schätze rumliegen. Oh, vielleicht sowas hier halt noch. Das ist super praktisch. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, diese Blutwürze, die ist jetzt nichts mehr gut, oder? Aber jetzt dadurch, durch den Skill, ne? Unser gemeiner Matthän. Eine Abhandlung bezüglich der Vorstellung der Unsterblichkeit, der Knechtschaft und des Todes des Baums des Lebens von einem wichtigen Zeugen, einst unsterblich, nun verloren. An alle kaiserlichen Diener und Kinder der Jescher über das Thema erstens der Ursprung des Baums des Lebens und die sogenannten Unsterblichen, zweitens die Wahrheit über die Verwitterung des Baums, drittens die Notwendigkeit des Handelns gegen Falschheit. Auf das Waunt und Witwen, die Witwen, zusammen die Kinder der Jescher nähren. Die Paaren werden nicht beherrscht, sie werden geleitet. Waunt, ne, Hua. Diese Namen immer, ich... Oh. Offensichtlich bin ich auch nicht sehr gut im Vorlesen. Ja. So, ist da noch was? Oh. Auch die Netten hören sich nicht gerade nett an, muss man sagen. Alles klar, dann war das jetzt... Kann man das als Boss zählen hier? Weiß ich nicht. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Wo ist denn... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, sie gibt mir einen Schlüssel für die Tür hinter der Händlerin. Aber so wie es aussieht, nicht. Hm. Na gut. Wusch. Mal gucken, wie es weitergeht. Drücke Spuck, um den Angriffen auszuweichen. Ja, ja, ja. Spuck. Space. Drücke das Dead Space. Seht ihr, ich habe überhaupt keine. Ich habe überhaupt keinen Schrott gemacht mal wieder. Aber ich will trotzdem nochmal ins Lager zurück. Das ist ein bisschen komisch, dass jetzt alles an Fort liegen soll, dem alten Knacker. Ich meine, auch wenn er von der Frucht genommen hat, wenn er was davon gegessen hat. Ich meine, selbst dann, ja. Da war ja schon ein alter Mann, als er das... Oh, was war das denn? Da haben gerade die Splitter gelegen. Der war schon ein alter Mann, als er das Lager hier verlassen hat. Hey. Oh, verzinktes. Nicht, dass ich verkaufe, auszusehen wieder. Ja, komm, das reicht. Ich brauche kein anderes mehr, glaube ich. Simulacrum habe ich auch keins mehr. Geh weiter! Alter! Ja, also irgendwie... Vom Brandfleck ist halt immer noch die Waffe die beste, finde ich, so das SMGchen hier. Aber ich kann es leider auch nicht upgraden. Ach stimmt, der gehört das. Und hier brauche ich... Ja gut, auch verzinktes Eisen. Aber die Rüstung kann ich noch ein bisschen, glaube ich. Was? Warum braucht das 8? Das ist erst auf 12. Na, ist egal. So. Die lasse ich jetzt auch an, die Rüstung, glaube ich. Die gefällt mir ziemlich gut, auch mit dem Schadensbonus. Ha! Ist schlimm, ne? Ist schlimm, wenn man nicht will und muss. Aber ich muss ja nicht mit ihr. Ha! Warte mal, habe ich noch? Oh, warte mal, ich habe noch... Ah, die merkwürdige Kuriosität habe ich ja noch. Warte, ich will erstmal gucken, ob ich bei ihr da was für craften kann. Wenn nicht, gehe ich nochmal zurück nach Rom. Was? Was? In Ordnung. Nee, hat sie nicht. Sind wir hier fertig? Ja, sind wir. Alles klar, Leute, sind wir wirklich. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's weiter. Dann gehe ich jetzt erstmal ganz kurz nach Rom. Und schauen wir, was passiert, wenn ich diese Statue aktiviere. Danke fürs Zusehen. Nicht vergessen zu liken und vielleicht einen netten Kommentar zu schreiben, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns wieder zu Remnant from the Ashes. Bis dann, macht's gut. Tschüss.